Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir, der vorletzten sozusagen in diesem Jahr, zumindest was die Bücherwoche angeht, aber ja zum letzten Video vor Silvester, wenn man so möchte. Ich hinke ja, wie ihr wisst, mit meiner Bücherwoche immer eine Woche nach. Und von daher, ja, es war ja im Grunde die Vorweihnachtswoche, die bei mir ja auch sehr schön war, sehr weihnachtsreich war und einfach von der Stimmung her richtig schön. Ich auch froh war, dass ich die gesund sozusagen erlebt habe und dann auch das Weihnachtsfest schön und entspannt war. Aber die Weihnachtswoche kommt dann natürlich erst in der nächsten Woche. Aber ja, was gab es in dieser Woche außer weihnachtlicher Stimmung? Ich habe weiterhin die Gilmore Girls geguckt, bin in der dritten Staffel, habe die dann, ich glaube, so ums Weihnachtswochenende dann auch beendet. Und es macht weiterhin Spaß. Mir gefällt die dritte Staffel, gefiel mir bisher am besten, weil einfach so ein bisschen mehr, ja, Zwischenmenschliches drin war, einfach ein bisschen echter sich angefühlt hat. Und ich denke, die Serie auf jeden Fall auch weitersehen. Und die wird mich auf jeden Fall noch in den Januar begleiten. Und wenn euch meine Serien und Filme des Jahres interessieren, wird es am Dienstag, den 1. Januar, dann auch meinen Jahresrückblick Serien und Filme geben. Und am Donnerstag werde ich dann auch den Bücher-Jahresrückblick hochladen. Das hat einfach zur Folge, warum kommt der später, ist dann natürlich einfach, weil ich natürlich den Dezember so lange wie möglich im Grunde laufen lassen möchte, damit meine Zahlen, meine Statistik, ich alter Statistik-Freak, wirklich auch den Dezember sozusagen noch gerecht werden und ich nicht mitten im Dezember irgendwo einen Cut mache. Ich meine, klar, über Favoriten und Flops könnte man wahrscheinlich schon sprechen, aber ja, den Rest, mein Statistikherz möchte, dass das möglichst vollständig sozusagen ist. Buchtechnisch war die Woche auch ein bisschen weihnachtslastig. Ich habe zwei Weihnachtsbücher gelesen und ich habe die Überfahrt beendet und auch ein Hörbuch gehört. Aber wie immer alles der Reihe nach. Alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox, wo ihr die findet, wann die erschienen sind. Wobei es sich um Rezi-Buch handelt, alles unten in der Infobox. Schaut da einfach mal rein. Und das erste Buch der Woche war von Angelika Schwarzhuber, Das Weihnachtswunder. Hatte ich mir ja für die Winter-Weihnachtszeit vorgenommen und habe mich sehr gefreut, dass ich mich damit ein bisschen in winterliche Stimmung bringen konnte. Das Hörbuch der Woche habe ich tatsächlich auch abgebrochen. Und zwar ist das Feuer und Blut, das erste Buch dieser Reihe von George R. R. Martin. Hier geht es ja um die Targaryens und es ist im Grunde irgendwie eine Art Geschichtsbuch. Das habe ich gehört und wie gesagt, ich glaube nach knapp einem Drittel leider dann auch abgebrochen. Parallel ging es weihnachtlich weiter mit Vier Pfoten für ein Weihnachtswunder von Petra Schier. Ein kleines weihnachtliches Highlight, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, was wirklich die Weihnachtsstimmung perfekt gemacht hat. Und ganz anderer Stoff, die Überfahrt von Matt Strandberg, haben wir ja im Leseklub gelesen. Habe ich letzte Woche auch schon erzählt, dass wir angefangen haben. Das haben wir in dieser Woche dann auch gemeinsam beendet. Und es kam alles darin anders, als ich es erwartet habe. Und es war eisig kalt. Ja, aber so viel zu der Übersicht der Bücher. Jetzt kommen natürlich so die etwas ausführlichen Rezensionen zu den einzelnen Büchern. Ja, wir beginnen mit Das Weihnachtswunder von Angelika Schwarzhuber. Ein Buch, das ich schon angefangen hatte in der Vorwoche. Dadurch, dass ich aber dann krank wurde und nicht so richtig Lust hatte auf Lesen, sondern lieber Hörbuch gehört habe und Serie geguckt habe, hat es dann erstmal pausiert, was aber gar nichts mit der Geschichte irgendwie zu tun hatte. Denn wir haben hier Kati, die als Sekretärin in der Werbeagentur Wunder arbeitet. Und sie ist Single und hat eigentlich auch ein ganz glückliches Leben, fühlt sich damit auch mehr oder weniger wohl. Und sie hat viele tolle Ideen, die sie im Grunde auch in ihre Arbeit mit einbringt. Leider werden dort ihre Ideen aber nicht als die ihre ausgegeben, sondern so manch einer bedient sich ihrer Ideen, ohne sie namentlich zu benennen, was natürlich dann auch ein bisschen zu Konflikten führen kann. Sie trifft bei ihrer Arbeit auf den Fotografen Jonas, knistert so ein bisschen bei dem Auftrag, was ihrer Chefin nicht so richtig gefällt, weil die eigentlich ein Auge darauf geworfen hat. Und es gibt eine Weihnachtsfeier in der Agentur, wo Jonas auch eingeladen wird. Und leider passieren da so zwei, drei Missverständnisse, die
den Eindruck bei Jonas hinterlassen, dass Kathi kein Interesse an ihm hat, beziehungsweise ja auch noch andere Dinge vor ihm verborgen hält. Und ja, das Ganze ja, wird so ein bisschen in Missverständnissen, trennen sich die Wege. Und Kathi stürzt dann eben ja raus in das Schneetreiben und wacht dann irgendwie wieder in den Armen ihres Schutzengels auf. Und ja, der zeigt ihr so ein bisschen ihr Leben und ja, das macht er wirklich sehr schön und interessant. Es ist überhaupt nicht leicht und überhaupt nicht locker, wie ich dieses Buch eigentlich vermutet habe. Der Klappentext, das Cover versprechen eigentlich eine wunderbare Weihnachtsgeschichte. Zumindest haben wir auch noch im Titel das Weihnachtswunder. Allerdings muss ich ehrlich sagen, wer hier ein Weihnachtsbuch erwartet, der bekommt nicht das, was er erwartet. Mir ging es zumindest so. Es war kaum weihnachtlich, es hatte natürlich schon winterlichen Charme, aber eigentlich wurde etwas ganz anderes in diesem Buch wichtig. Und das war etwas, was ich ein bisschen schade fand, denn man konnte zu keiner Zeit des Klappentextes oder auch an den Anfängen der Geschichten erwarten, dass das Buch einen so ernsten Lauf eigentlich nehmen wird. Es ist eben nicht eine locker erzählte Geschichte über ja, Liebende, Verliebte, Missverständnisse, irgendwo taucht ein Schutzengel auf. Es ist nicht so humorvoll, wie man es sich vielleicht irgendwie erwünscht, wenn man ein Weihnachtswunder erwartet. Aber es hat einen sehr angenehmen Schreibstil, es ist ein sehr flüssiger Schreibstil, er ist sehr modern, es ist, geht auch sehr schnell vom Erzähltempo voran. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, es hat Spaß gemacht, da einfach mitzugehen. Es gibt sehr viele emotionale und auch traurige Wendungen und damit habe ich eigentlich gar nicht so gerechnet, dass das so tiefgründig geht, dass ich das so mitfühlen werde und dass ich da einfach so mittendrin und irgendwie dabei bin. Also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass mich das vielleicht auch so tiefgreifend irgendwie mitbewegt, aber das war wirklich sehr schön und hat auch wirklich Lesespaß gebracht. Es gab ja so Zeitwechsel zwischen der Vergangenheit und der Jetztzeit, was es ja dadurch so ein bisschen hat man einen größeren Zusammenhang gesehen, man hat die Geschichte von verschiedenen Seiten beleuchten können und versteht eben die Charaktere an mancher Stelle besser, wenn natürlich so das aus der Vergangenheit irgendwie mit hineinspielt. Das hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Auch diese vielen emotionalen Szenen, die mich doch ein bisschen aufgewühlt haben, die mich nachdenklich zurückgelassen haben und die einem so ein bisschen das Herz erwärmen, das fand ich wirklich sehr, sehr schön und hat auch wirklich Spaß gemacht, einfach so, dass diese Emotionen in einem geweckt wurden. Das hat Angelika Schwarzhuber wirklich sehr, sehr gut gemacht und mich hier auch wirklich abgeholt und mich auch ergriffen, sozusagen zurückgelassen. Leider kam für mich aber die Liebesgeschichte dann doch ein bisschen zu kurz. Da hatte ich einfach etwas anderes erwartet und meine Erwartungen waren eben auch einfach so eine weihnachtliche Liebesgeschichte und es war mir persönlich auch einfach zu wenig Weihnachten. Also bei einem Buch, das Weihnachtswunder im Titel hat, hätte ich mir mehr Weihnachten erwünscht. Was einfach so ist, es ist halt schon eine Geschichte, die halt zu der Zeit spielt, aber Weihnachten hat nicht so direkt einfach so diesen Kern an Message drin, sozusagen an Aussage, was ich ein bisschen schade fand. Das sind so, denke ich, meine Kritikpunkte. Sehr cool fand ich wiederum am Ende, dass es da leckere Rezeptideen für die Weihnachtszeit gab. Das macht sich natürlich in einem echten, greifbaren Buch immer ein bisschen besser. Aber ich habe mir zwei Sachen auch heraus abfotografiert mit meinem Handy, weil ich das einfach so spannend fand und dachte, so kann man im nächsten Jahr dann auch mal einfach etwas Neues auszuprobieren. Eine schöne Geschichte, die winterlich war, die gefühlvoll war und die schon ein bisschen Weihnachten hatte, aber nicht die Weihnachtsstimmung irgendwie verbreitet hat, sondern eher auf emotionaler, gefühlvoller Ebene, ja, da im Grunde etwas vermittelt hat. Also es war gut, schöner Stil, aber zu wenig Weihnachten. Das muss ich einfach sagen, das ist gemein, aber wenn man es halt im Titel hat, ja, ihr wisst, wie das manchmal ist. Leider sehr enttäuscht bin ich ja, vom nächsten Buch. Und zwar ist das Feuer und Blut von George R. R. Martin das erste Geschichtsbuch, wenn man so möchte. Und das ist die Vorgeschichte von Das Lied von Eis und Feuer, die Vorgeschichte von Game of Thrones. Und hier geht es um den Aufstieg und den Fall des Hauses Targaryen. Also ja, wir kennen vermutlich bei Game of Thrones alle Daenerys, das ist ja so die letzte übrig gebliebene, wenn man so möchte. Und ja, da erfahren wir einfach die Geschichte. Ich habe mir das Buch vorlesen lassen
von Reinhard Kunert, weil ich mir schon dachte, so ein Geschichtsbuch kann selbst gelesen ein bisschen trocken sein. Und ich mag auch Reinhard Kunert ganz gerne. Er spricht zum Beispiel auch die anderen Das Lied von Eis und Feuer Bücher, die ich nicht gehört habe, sondern ja im Englischen gelesen habe. Aber auch schon andere Hörbücher habe ich von ihm gehört. Und das hat mir auch immer sehr gut gefallen. Also er hat eine sehr angenehme Stimme. An ihm lag der Abbruch schon mal nicht. Denn ich habe das Buch nach ungefähr einem Drittel Hörzeit abgebrochen, weil es einfach überhaupt nicht länger ging. Aber um was geht es denn in dem Buch? Ja, wir spielen in etwa 3 Jahrhunderte, bevor die eigentliche Buchreihe Das Lied von Eis und Feuer spielt. Da startet das Buch mit der Landung, mit der Eroberung von Aegon Targaryen auf Westeros. Der hat mit seinen beiden Schwestergemahlinnen und den 3 Drachen Westeros erobert und eben zum Königreich der 7 Lande ausgerufen. Und wir wissen ja im Grunde schon alle, dass diese Herrschaft 280 Jahre halten wird und bis dann im Grunde die Rebellion von Robert Baratheon kommt und dann ja im Grunde 20 Jahre später nach dieser Herrschaft dann im Grunde das Lied von Eis und Feuer erzählt wird. Ja, wir kennen im Grunde den Ausgang der Targaryens, wir wissen, wie das endet und ich glaube, dass das schon einer der Kritikpunkte für mich auch ist, dass ich einfach weiß, was am Ende passiert. Ja, jetzt könnte man auch sagen, man guckt sich den Film Titanic auch an und weiß, was passiert. Ja, da stimme ich absolut zu, aber es war irgendwie trotzdem anders. Ja, wahrscheinlich, weil Titanic auch nur 3 Stunden geht anstelle, keine Ahnung, 20 Stunden. Das könnte auch der Unterschied sein. Zudem finde ich das zwar ganz interessant, was da passiert ist, aber es waren unglaublich viele Wiederholungen. Gefühlt heißen auch alle gleich. Jeder heißt irgendwie Aegon, Aeron, Aegon, wie auch immer. Und gesprochen, gehört, klingen die irgendwann alle gleich. Man kann das nicht mehr auseinanderhalten und weiß am Ende nicht mehr, war der nicht schon? Sind wir jetzt beim Nächsten? Ach, war das jetzt der? Ist das schon wieder der Nächste? Oder man ist da manchmal verwirrt. Die Geschichte wurde niedergeschrieben von Erzmeister Gildein und übersetzt von George R. R. Martin. Das ist etwas, was ich gar nicht so lesen und hören wollte, denn ja, Tolkien hat ja auch immer gesagt, ihm ist das rote Buch im Grunde übergeben worden, in seinen Händen gelandet und er hat nur die Geschichte vom Herrn der Ringe und vom Bilbo Beutlin von Mittelerde übersetzt. Und für mich als absoluter Tolkien-Fan ist das einfach eine billige Nachmache, was mich so ein bisschen mit einem merkwürdig verkniffenen Gesichtsausdruck zurückgelassen hat, wo ich dachte, ja, George, jetzt machst du schon wie Tolkien. Naja, schauen wir mal. Also das ist so, ja, es fühlt sich nicht so richtig nach etwas Eigenem an. Zudem ist diese Geschichte sehr langweilig erzählt, sehr langatmig erzählt und sehr eintönig erzählt. Es gibt ständige Wiederholungen, es ist kein Roman. Also jeder, der darauf hofft, dass das vielleicht so ist, wie der Silmarillion im Grunde die Vorgeschichte zu Herr der Ringe ist, zum 1. und 2. Zeitalter, der ist hier falsch. Es sind hier irgendwie Fakten aneinandergereiht, die irgendwie erzählt werden, zudem noch in einer Form, die total unspannend ist. Denn man hat echt den Eindruck, man liest irgendwie einen Bericht. Allerdings passiert sehr oft eben der Fehler, dass es eben nicht in Berichtform ist, denn wir haben einen Erzähler, der uns dann immer wieder doch mal erzählt, wie wir ja dann bereits wissen, ist das und das passiert. Nein, bei einer Niederschrift zu genau diesem Zeitpunkt, meinetwegen, oder ein Jahr später, weiß ich noch nicht, was 300 Jahre später erzählt wird. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann dieser Erzmeister Gildein gelebt hat, wann er dieses Buch geschrieben hat. Aber ich mag das nicht. Ich mag diesen wissenden Erzähler nicht, der dann schon Bezug auf die Gegenwart sozusagen nimmt und mir Dinge erzählt. Das hat mich total gestört. Das ist mir 3-4 Mal aufgefallen und das finde ich einfach nicht schön. Weil entweder bekomme ich diesen Bericht mehr oder weniger aus erster Hand erzählt, also von einem Erzmeister, der das irgendwie zusammenträgt in neutraler Form, oder ich bekomme einen Roman, der auf Spannung aufbaut und mir dann eben eine grandiose Geschichte erzählt. Aber diese Vermischung, und es war nichts Halbes und nichts Ganzes, das war entweder nicht wirklich gelungen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Zudem kommt vielleicht dazu, dass ich einfach nicht der größte Targaryen-Fan bin. Ich kann mit Daenerys
überhaupt nichts anfangen. Ich mag diesen Charakter in Game of Thrones und auch in das Lied von Eis und Feuer leider überhaupt nicht. Ich weiß, es gibt unglaublich viele Fans. Ich kann das auch nachvollziehen. Mein Favorit ist sie eben einfach nicht. Und auch so die ganze Geschichte von ihrem Haus und wie die dahin kamen und was am Ende passiert ist, war tragisch. Aber ja, ne, auch wie sie darauf reagiert, was mit ihrem Haus passiert ist, das ist so, ach, das lässt mich so ein bisschen kalt, beziehungsweise interessiert mich auch nicht so richtig. Und man weiß einfach schon sehr viel aus dieser großen Westeros-Chronik, wo halt einfach abwechselnd erzählt wurde, wo es nicht nur um die Targaryens ging, sondern um die verschiedenen Häuser, um die verschiedenen Landstriche, um die verschiedenen Geschichten, die es in Westeros gibt. Und das war um Längen spannender erzählt, weil es so ein bisschen mehr Romancharakter hatte und nicht einfach Fakten aneinandergereiht erzählt hat und sich eben auch diese Fakten gefühlt alle noch irgendwie wiederholen. Nicht nur gefühlt, sondern sie wiederholen sich tatsächlich, weil man eben immer denkt, über die, das hatte ich doch schon gehört, da waren wir doch auch schon, ach, sind wir jetzt noch nicht weiter, aber er hat doch jetzt eine Stunde was erzählt und es war einfach unübersichtlich. Und ich dachte auch, es liegt vielleicht daran, dass ich es nicht selbst lese, sondern höre. Dann habe ich mich zum Beispiel mit der lieben Paddy ausgetauscht und Paddy ist vom Lesen zum Hörbuch umgestiegen, weil sie mit dem Lesen des trockenen Stoffes auch nicht zurechtgekommen ist. Wo ich dann eben gedacht habe, okay, dann macht es jetzt auch keinen Sinn, das Buch zu lesen. Und da es mich nicht mehr an dieses Hörbuch gezogen hat, habe ich es eben auch einfach abgebrochen. Es tut mir unglaublich leid, aber es war einfach nicht meins. Also überhaupt nicht. Es war, glaube ich, auch mit eins der wenigen, wenn nicht sogar das erste Hörbuch, was mich ansatzweise in einen Vorschlummer gebracht hat, weil ich wirklich dachte, oh mein Gott, es wird irgendwie immer langweiliger und ich werde immer müder und was mir eigentlich bei Hörbüchern nie passiert. Also gar nicht. Wenn ich nicht gerade ein Hörspiel höre wie Benjamin Blümchen, bei Hörbüchern passiert mir das eigentlich nicht. Aber ja, leider hier, ich kann es nicht empfehlen. Vielleicht, wenn man wirklich ein Targaryen-Fan ist, wenn man vielleicht auch noch nicht Westeros das Buch gelesen hat, wenn man nicht die Vorgeschichte vielleicht zum Beispiel von der Filmfabrik kennt, wenn man gar keine Infos hat, dann kann das spannend sein. Mir persönlich hat es keine neuen Infos gegeben und ich habe eben einfach auch nicht zu Ende gehört. So leid es mir tut und das in dem Fall tatsächlich, weil ich eben auch einfach so ein Fan dieser Welt bin. Aber wenn man so mit einer Erwartungshaltung vielleicht auch herangeht, wenn es heißt, oh, es ist wieder Silmarillion von Tolkien, dann erwarte ich eben auch eine geschichtserzählende Romanform und nicht dieses Chronik-Fakten-Ding, was George R. R. Martin hier gemacht hat. Zudem würde ich mich eben auch einfach freuen, wenn er sich endlich an das sechste Buch mal zur Finalisierung setzen würde von Das Lied von Eis und Feuer. Und ja, nicht irgendwelchen anderen Unsinn sozusagen schreibt. Ja, das muss jetzt auch einfach gesagt werden. Leider, leider nicht mein Ding. Parallel ging es dann schon weihnachtlich weiter und es ist auch wirklich ein kleines weihnachtliches Highlight geworden. Von Petra Schier habe ich 4 Pfoten für ein Weihnachtswunder gelesen und es ist nicht das erste Buch der Autorin, sondern sie schreibt wohl oder hat schon sehr viele Bücher über Tiere und auch Weihnachten und besonders eben über Hunde herausgebracht. Und ich habe bisher noch keins von ihr gelesen, habe mir aber mal ihren Namen groß und breit in meinem Bullet Journal für den November reingeschrieben, dass ich mir da vielleicht doch irgendwie mal noch ein Weihnachtsbuch oder auch 2 von ihr heraussuche und da dann dazu auch einfach greifen werde, weil das Buch jetzt wirklich ein Weihnachtshighlight für mich war. Das Beste war eigentlich schon zu Beginn, wenn der Weihnachtsmann und das Christkind aufeinandertreffen und sich darüber unterhalten, dass viel weniger Wunschzettel dieses Jahr bei ihnen angekommen ist und was man denn dafür tun könnte oder was man tun müsste, damit sich das ändert. Und sie wollen den Glauben an Weihnachten wieder in der Welt herstellen und wollen alle Weihnachtshasser irgendwie bekehren. Und das war schon so ein rührender Moment und ich saß wirklich schmunzelnd, strahlend vor diesem Buch und dachte, jo, das kann nur gut werden. Und so ist es dann auch gekommen. Wir begleiten Laura, die nach Schwierigkeiten in Köln alle Brücken irgendwie abbricht, sich einen neuen Job sucht
und merkt, dass man möglichst mit dem Juniorchef keine Beziehung eingehen sollte, gerade dann, wenn er sie natürlich auch noch betrügt und sie das in der Firma sieht. Und so bricht sie auf, sie sucht eine neue Herausforderung in einem kleinen Hotelresort als Marketingleiterin und das Hotel wird familiengeführt und ist dementsprechend natürlich ein bisschen kleiner und auch die Mitarbeiter sind überschaubar und sie zieht da jetzt in eins dieser Blockhaus-Prototypen um, das der eine Sohn des Hotelchefs gebaut hat und fühlt sich da doch recht schnell auch sehr, sehr wohl, denn es läuft ihr da dann auch noch eine kleine Hündin über den Weg und die sie dann auch mit Herzen aufnimmt, allerdings auch dann erstmal an die eigentliche Besitzerin wieder abgeben muss, was ihr doch so ein bisschen schwerfällt. Sie aber so auch direkt die Familie, die das Hotel leitet, kennenlernt, noch bevor sie überhaupt mit ihrem Job angefangen hat. Denn Laura ist auch nicht der größte Weihnachtsfan. Sie hat vor 20 Jahren ihre Familie bei einem Autounfall an Weihnachten verloren und daher hasst sie diese Zeit, was man auch absolut nachvollziehen kann. Das ändert sich aber dann doch so ein bisschen in diesem Hotel und besonders hat die kleine Hündin Lissy und auch der Sohn des Hotelführers Justus tun da so ein bisschen ihr Nötiges, damit sich Laura in dieser Zeit ein bisschen wohler fühlt. Und ja, man merkt schon, es wird tierisch, es wird weihnachtlich, es wird eine Liebesgeschichte und all das wollte ich eben in jedem meiner Weihnachtsbücher lesen und ich habe hier alles bekommen. Petra Schier hat einen wunderschönen Schreibstil. Er ist sehr bezaubernd, er ist gefühlvoll, er ist sehr bildhaft. Man spürt förmlich diese weihnachtliche Atmosphäre. Man spürt so den Hass bei Laura, man spürt aber natürlich auch alles drumherum, was sich dann irgendwie positiv ereignet. Man spürt so Wärme und einfach so dieses weihnachtliche und einfach dieses Gefühl von Liebe und das Emotionale und das Leuchten in Kinderaugen, das merkt man. Auch ist Petra Schier für mich gerade die richtige Mischung aus richtig kitschig und noch nicht zu kitschig. Und diese Mischung liegt bei mir ja sehr nah beieinander und das finde ich eben auch sehr schön, dass es nie unglaubwürdig wirkt, dass man es nachvollziehen kann, dass es tatsächlich so passieren kann. Natürlich gibt es diese Momente der Magie, dieses weihnachtlichen Zaubers, sonst wäre das ja auch kein Weihnachtsbuch. Und es driftet aber nie so ab, dass man sich denkt, oh mein Gott, das kann einfach nie passiert sein. Auch die kleine Lissy hat sich absolut in mein Herz geschlichen, es hat es erobert und ich kann absolut verstehen, warum einfach Tiere es öfter so in unsere Herzen schaffen. Und Petra Schier bringt das wirklich auch ganz wunderbar rüber, warum eben gerade Tiere so diesen Platz in unseren Herzen haben, wie sie dahin kommen, was das in uns Menschen auslöst. Und das hat mir auch unglaublich gut gefallen, weil ich das einfach so nachvollziehen kann als Tierfreund, dass eben einem Tiere das Herz wärmen und ich meine Katzen ja auch nicht missen möchte. Und da ich ja sowohl Hund wie Katze absolut gerne habe, macht das für mich keinen Unterschied. Tier ist Tier und wenn es das Herz erwärmen kann wie Lissy, dann ist das einfach toll. Es hat einen sehr lebendigen Schreibstil, es hat wirklich wunderbares Charakterbuilding, einfach in, dass man die Charaktere vor Augen hat, dass sie nachvollziehbar handeln, dass man einfach mitfühlen kann, mitgehen kann und einfach auch versteht, was da passiert und warum. Das hat Petra Schier wirklich ganz toll gemacht. Es gibt spannende Wendungen und viele kleine Wunder, die dann im Grunde natürlich in einem großen Weihnachtswunder, nach was der Titel schon im Grunde verrät, dann im Grunde auch enden lässt. Es gibt, wie gesagt, noch mehr Weihnachtsgeschichten der Autorin und ich werde da auf jeden Fall zum nächsten Weihnachtsfest die Augen und Ohren offen halten, denn mir hat diese Geschichte wirklich ganz viel Weihnachtsstimmung gegeben, ganz viel Gefühl gegeben, Emotionen. Ich habe gelächelt, geschmunzelt, aber eben auch so ein paar einfach Gefühle und Tränchen und einfach so ganz viel Emotionen in mir gehabt. Und das hat die Autorin wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also wirklich eine kleine weihnachtliche Empfehlung von mir. Es war wirklich ein kleines Highlight, hat mir sehr viel Lesespaß bereitet und hat mich direkt in die richtige Stimmung dann auch für Weihnachten gebracht und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Kann ich absolut noch empfehlen, auch jetzt nach Weihnachten kann ich mir vorstellen, dass das im Januar auf jeden Fall noch Spaß macht, beziehungsweise euch dann eben auch einfach die Autorin auf den Weg geben möchte, denn die hat wirklich mein Herz erobert mit ihrem wunderbaren Stil und ihrer tollen Erzählung und auch ihrem Blick auf die Welt, wirklich ganz, ganz toll, hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, dann haben wir im Leseklub die Überfahrt gelesen von Matt Strandberg. Aktuell steht auch schon fest, welches Buch von Nina George wir im Januar lesen werden. Das ist nämlich das Lavendelzimmer. Die Treppe war, glaube ich, nicht, das war, glaube ich, das Lavendelzimmer. Wenn euch der Leseklub interessiert, ihr findet unten in der Infobox hierzu auch den Link. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, die Überfahrt war jetzt unser Dezemberbuch. Es ist extra etwas Kaltes, Winterliches geworden. Und ich hatte das Buch auch schon eine ganze Weile auf dem Sub und hatte auch schon ein paar Stimmen vorher gehört, weil ich immer nicht ganz sicher war, ob das was für mich ist. Aber man muss natürlich ehrlich sagen, wenn hier steht der schwedische Stephen King, dann ist das natürlich schon etwas Anziehendes. Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass viele Verlage oder auch Agenten der Autoren einfach mal gerne behaupten, das ist der isländische Tolkien, der spanische King, der, keine Ahnung, russische, weiß ich nicht mehr. Das ist mir vollkommen klar, aber man fragt sich natürlich bei der Überfahrt und bei dem Klappentext, ja, was könnte denn das Stephen King sein? Es kann schon eine kleine Andeutung sein, in welchem Verlag das Buch zu Hause ist, nämlich im Fischer Tor Verlag, der ja doch eher für Fantastik zuständig ist, als es einfach für einen Roman ist, wie er ja eigentlich nur getitelt ist. Denn es ist kein normaler Roman, kein zeitgenössischer Roman. Er ist in der Fantastik einzuordnen und man muss auf jeden Fall Blut sehen können. Das möchte ich einfach mal vorneweg geben. Das wird nämlich hinten raus nicht ganz klar. Aber das fantastische Element hier drin ist doch sehr blutrünstig und ja, man hat viel Blut, man hat viele Körperteile, Gedärme, die umherfliegen, was manchmal für mich schon in Richtung Splatter gegangen ist. Aber ist meine persönliche Meinung. Aber um was geht's überhaupt? Wollen wir doch mal von vorne anfangen. Ja, wir sind auf der Ostseefähre Baltic Charisma. Und die ist schon ein bisschen in Jahre gekommen, fährt zwischen Schweden und Finnland und ja, in der Regel kommen da einfach Menschen zusammen, die entweder die ganze Nacht durchtrinken, feiern, Party machen, One-Night-Stands haben oder eben auch einfach wirklich die Fähre dafür nutzen, um im Grunde darüber zu kommen. Wir lernen auf dieser Fähre die Fähre kennen als Erzähler, aber auch alle anderen Passagiere gefühlt, die sich eben auf dieser Fähre aktuell befinden. Es kommt eine Frau mit ihrem Sohn an Bord und ja, bereits da ahnt man noch nicht, dass mit diesem Sohn, der irgendwann nicht mehr das tut, was ihm die Mutter eigentlich sagt, beziehungsweise er tut das, was sie ihm eigentlich verboten hat, dass sich das Grauen auf die Fähre geschlichen hat. Und ab diesem Moment weiß man, dass man keinen Roman mehr in der Hand hat, sondern schon irgendwie einen Horror-Thriller mit sehr viel unterschwelligen und direkten Grauen. Ja, ich hatte mir das Buch nicht so vorgestellt. Ich muss das ganz klar sagen, ich hatte schon irgendwie gedacht, dass das nicht einfach ein spannender Roman ist mit ein bisschen Horrorelementen, hatte aber überlegt, was könnte hier das Horrorelement sein. Ich wäre nie darauf gekommen, was es letzten Endes war und war wirklich sehr, sehr überrascht, dass man das überhaupt nicht andeutungsweise aus dem Klappentext herausnimmt, auch nicht wenn man das Buch nochmal aufklappt, also aus dem zusätzlichen Text, ich wäre nie drauf gekommen. Ich spoilere aber auch nicht, was es ist. Die Spannung in diesem Buch baut sich sehr, sehr langsam auf. Also so die ersten 100 Seiten waren irgendwie sehr verwirrend, dadurch, dass man jeden Charakter irgendwie kennenlernt, dass jeder Charakter eine kleine Erzählung macht, was ihn hierher gebracht hat, was hier sein Ziel ist, was so ein bisschen passiert. Wir erleben es, wie Leute immer betrunkener werden, wie andere immer genervter sind und ähnliche Dinge. Und wir erleben dann so ab der Seite 100 dann so ein bisschen diese unterschwellige Geschichte dieser Fähre, was dann eben auch so ein bisschen diesen, ja, Nervenkitzel eigentlich schon macht, denn es ist, auch wenn es sehr verwirrend ist, es ist zu keiner Zeit irgendwie langweilig. Man möchte natürlich immer wissen, warum wird einem das alles erzählt? Und man ahnt irgendwie,
dass das später wichtig ist. Und die unterschwellige Geschichte, die so zwischen den Zeilen steht, ist dann eben wichtig für die Wendungen, die unglaublich spannend gemacht sind. Man muss sich an den Stil von Matt Strandberg gewöhnen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich war sehr verwirrt, ich war sehr durcheinander. Ich habe manchmal gar nicht mehr gewusst, oh, wer bin ich, warum bin ich und wann bin ich? Also wobei das Wann ist jetzt nicht die Frage, aber ich war sehr oft verwirrt. Ich habe sehr oft zurückgeblättert, ach, ich bin jetzt der und wer war nochmal das? Und ich habe da schon ein paar Seiten dafür gebraucht, um das zu verstehen. Und das ging zum Glück nicht nur mir so. Ich glaube auch besonders die, die das Hörbuch parallel sozusagen gehört haben, denen ging es auch nicht wirklich besser. Man muss sich daran gewöhnen, denn der Beginn ist doch sehr ungewöhnlich für einen Start. Und das ist ja das, was auch viele Stephen King-Neuleser sagen, dass man sich an den Stil gewöhnen muss. Und das kann ich absolut bestätigen. In dem Fall gleichen sich beide Autoren dann doch ein bisschen, auch wenn mir der Einstieg bei Stephen King in der Regel immer ein bisschen schneller gelingt und ich einfach den Stil mag, erkenne. Und ich glaube, man erkennt auch aus Büchern, ob da ein King dahinter steckt oder nicht. Wir haben sehr vielschichtige Charaktere zu Beginn. Leider wurden die später immer ein bisschen austauschbarer, ein bisschen klischeehafter und einfach so ein bisschen 0815. Aber man schließt auch keinen Charakter direkt ins Herz. Sie bleiben alle auf Distanz, was, glaube ich, auch einfach Absicht vom Autor ist. Aber man lernt sie eben kennen und man kann im Grunde ihr Tun auch nachvollziehen. Und das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache, die in einem selbst davor geht, weil man ja eigentlich denkt, das schließt sich irgendwo aus oder andere Dinge schließen sich irgendwo ein und man das hier aber einfach erlebt. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant. Der Horror in dieser Geschichte kommt ganz langsam, dann aber sehr punktuell und irgendwann überrennt er diese Geschichte. Und ich glaube, es war damals Chrissy, die mir mal irgendwie erzählt hat, dass eben diese zwei unterschiedliche Genres, die in diesem Buch stecken, so dieser Anfang und dann der Horror, dass irgendeine der Fans von dem jeweilig anderen Teil irgendwo enttäuscht sein könnten. Und ich habe irgendwo nachvollziehen können, was sie gemeint hat. Ich mochte aber tatsächlich den Horrorteil sehr gerne, auch wenn er mir einfach doch zu blutig war. Ich bin ja nicht so der große Fan, wenn einfach ja wirklich Innereien umherfliegen und das Blut spritzt. Und das ist mir ja eigentlich auch bei The Walking Dead schon zu viel gewesen. Hier hat man das Gefühl, es wird noch mal ein bisschen mehr drauf gehalten. Und das fand ich schon ein bisschen heftig. Also leider nehme ich solche Dinge eben auch einfach ins Unterbewusstsein mit. Und ich habe dann auch 2-3 Nächte nicht so gut geschlafen und sehe das dann einfach vor mir, was an anderer Stelle ganz gut sein kann. An solchen Stellen denke ich mir, ach nein, weg damit, ich will das nicht mehr sehen. Es ist schon sehr harter Tobak und ich finde, Roman wird diesem Buch eben einfach überhaupt nicht gerecht. Denn es ist blutig, es ist spannend, es ist packend erzählt, es ist schon so eine Art Horror-Thriller, wenn nicht eben, wie gesagt, an manchen Stellen sogar ein bisschen dieser Splatter durchkommt. Nicht in Gänze, ich glaube, da wäre ich jetzt auch die falsche Ansprechpartnerin, das würde ich schon gar nicht lesen. Aber für mich war das schon an mancher Stelle zu viel Blut, muss ich ganz klar sagen. Es war aber toll geschrieben. Matt Strandberg hat mich mit seiner etwas verwirrendem Einstieg so ein bisschen aufs Glatteis gelockt, wo ich schon so dachte, ob das was wird mit uns beiden. Aber als diese Fantastik angefangen hat, war ich wirklich sehr fasziniert. Ich habe mich jeden Tag auf einen Leseabschnitt gefreut. Ich habe am Samstag dann das Buch beendet und 2 Leseabschnitte hintereinander weggelesen. Ich habe es einfach vorher nicht geschafft. Aber ich habe gerne in diesem Buch gelesen. Ich habe gerne dazu gegriffen. Auch wenn ich gerne vielleicht doch irgendwie einen Bezugscharakter haben wollte, es hätte es vielleicht ein bisschen angenehmer gemacht, bin ich doch ganz froh, dass das nicht der Fall ist. Denn was da drin passiert, das wünscht man keinen seiner Lieblingscharaktere. Das ist ganz klar. Das Ende fand ich dann aber so ein bisschen, weil es für mich nicht einen echten Abschluss irgendwie gibt und man so das Gefühl hat, der Autor hält sich ein Türchen für eine Fortsetzung frei. Weiß man nicht, ob das geplant ist, aber ja. Der Vergleich, der schwedische Stephen King, ist für mich nicht ganz gegeben. Ja, dieser unterschwellige Horror, dieses zwischen den Zeilen etwas erzählen, das hat Matt Strandberg ähnlich wie Stephen King sehr gut gemacht.
Auch dieses Charakterbuilding macht Stephen King sehr ausführlich. Da kann Bad Strandberg auf jeden Fall noch was von lernen, obwohl die Anfänge schon da waren. Ich möchte auch eigentlich beide nicht vergleichen. Aber wenn hier so ein Stempel bzw. ein Aufkleber schon mitten drauf prangt, dann muss man auch einfach mal darüber nachdenken, macht das Sinn? Und ja, es macht Sinn, denn es ist kein Schweden-Krimi, es ist kein skandinavischer Krimi, es ist schon Horror mit Fantastik und eben schon auch mit etwas so unterschwelligen Grusel. Und das ist schon ein bisschen ähnlich Stephen King. Mir ist es persönlich zu dünn für einen Vergleich zu Stephen King, aber es hat schon eine ähnliche Atmosphäre herstellen können, wie eben mancher King das auch tut. Das kann man ganz klar sagen und hat mir gut gefallen. Also es ist nicht das absolute Highlight, wie viele es feiern, aber ich fand es wirklich sehr gelungen, es war spannend, packend, leider doch etwas verwirrend, gerade der Anfang etwas chaotisch so gefühlt und das Ende hat mich auch nicht so ganz glücklich zurückgelassen. Aber alles in allem habe ich wirklich sehr gerne in diesem Buch gelesen und bin froh, dass ich es von meinem Sub befreit habe und wir das gemeinsam im Leseclub gelesen haben. Ja, und neben den Büchern habe ich halt die Gilmore Girls weitergeguckt, Staffel 3. Wir haben ein paar Weihnachtsfilme angesehen, wir haben angefangen mit Der Herr der Ringe. Das ist dann aber eher dann schon was für die nächste Bücherwoche und auch einfach mit ein paar Weihnachtsfilmen sich so in Stimmung gebracht. Und Weihnachtsfilme sind so, Verrückte Weihnachten haben wir uns angeguckt, Ist das Leben nicht schön, Jede Frau braucht einen Engel mit Gary Grant. Dann habe ich angeguckt, Liebe braucht keine Ferien, was jetzt nicht direkt eine Weihnachtsgeschichte ist, aber doch ein bisschen zur Weihnachtszeit spielt und ich einfach diesen Film unglaublich mag. Und auch Weil es dich gibt, habe ich angesehen, allerdings glaube ich schon die Woche vorher, ich kann es nicht mehr konkret sagen, welcher Film wann war, den ich auch toll mit Kate Beckinsale finde und auch einfach so dieses Schicksal und also wunderschöne Geschichten und im Grunde ist ja jetzt noch eine Woche, haben wir eine Weihnachtszeit vor uns und ich freue mich da auch noch ein bisschen auf die Lichter, die zu genießen, bevor dann der Januar doch recht dunkel und trist wird und Rückblicke gibt es die Woche, wie gesagt, den Serienfilmrückblick am Dienstag und den Bücherrückblick dann am Donnerstag. Den werde ich dann voraussichtlich am 1. oder am 2. auch drehen. Mal schauen, wie ich so dazu komme und dass ihr da was zum Sehen habt. Und dann ist dann im Grunde nächste Woche auch schon die letzte Bücherwoche für das Jahr 2018. Und dann starten wir gemeinsam in das neue Jahr. Ja, das ist, glaube ich, jetzt auch so der Abschluss an Worten für diese Bücherwoche, dass ich euch noch eine wunderschöne Nachweihnachtszeit wünsche, einen guten Rutsch, dann an Silvester, kommt gut und sicher ungesund in das neue Jahr, auf das wir auch 2019 gemeinsam hier über Bücher quatschen und da einfach viel Spaß daran haben. Ihr könnt mir natürlich immer wieder gerne in die Kommentare eure aktuell gelesenen Bücher reinschreiben. Was lest ihr? Habt ihr gerade Weihnachtsbuch- oder Filmempfehlungen? Wie verbringt ihr vielleicht Silvester? Immer her, ich würde mich sehr über den Austausch freuen. Alle Infos wie immer unten in der Infobox und ich denke, mit einem guten Rutsch verabschiede ich mich nun für euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen guten Rutsch, kommt gut rein und wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.